Hallo mein Lieben und ein recht herzliches Willkommen zurück zu Sir Plumsy 1914. Ja, auf unserer Karte Welt in Flammen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, ich gehe mal schnell davon aus. Ich habe Hintergrundmusik laufen und zwar... Okay, hier, Atlantis. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie findet ihr das? Findet ihr das gut oder findet ihr das scheiße? Ich dachte mir, vielleicht ist das eine gute Abwechslung in so einer, Let's Play-Reihe, wo es ohnehin nicht Gott weiß, wie viel zu sehen gibt, einfach mal so eine leichte Hintergrundmusik einzubauen. Schreibt doch dann gerne mal in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Ist das doof? Ist das scheiße? Ist das voll geil? Oder was auch immer. Schreibt es doch ruhig mal in die Kommentare, dann kann ich auch auf eure Kritik eingehen. So, wir machen dann jetzt aber erstmal weiter. Und schreibt auch noch rein, wegen der Lautstärke, ist das gut oder soll ich es leiser machen oder lauter oder wie auch immer. Schreibt das bitte mal in die Kommentare. Ja, also. Ja, was hat sich getan? Eigentlich bei uns soweit nix. Wir haben Bialystok bekommen. Lotz haben wir erobert. Brest-Litovsk wird erobert. Mozir haben wir bekommen. Ja, zurzeit sehe ich eigentlich auf unserer Seite keine großen Nahrungseng oder keine großen Engpässe, was Ressourcen angeht. Wir müssen natürlich hier oben hinten brauchen das Holz, das ist ohne Frage. Ja, die Ukraine und Kuban werden möglicherweise gemeinsam hier unten den Griechen an sich reißen. Ich meine, da habe ich kein Problem, wenn sie den Griechen platt machen wollen, sollen sie gerne tun. Ich stehe ihnen da nicht im Weg, um Gottes Willen. Ja, hier der Franzose bereitet sich immer noch so lustig, wie er ist, auch im Krieg gegen Schottland vor. Weil Schottland, habe ich nicht viel von dieses Problem. Mein Plan ist eher ein Langzeitplan, wir haben so viele Einheiten leider verloren. Ungünstig verloren, muss man ehrlich sagen. Dass wir uns eigentlich abwarten müssen, bis wir eine Artillerie haben und hier oben aufräumen können. Und dann nehme ich auch Skandinavien erobern können. Das ist eigentlich so meine Idee gewesen, was ich gerne erfüllen möchte. Ja, man sieht auch schon hier, wir haben unsere Armee wieder auf gute 50.000 Mann gestärkt, also das wird alles. Ja, wir ziehen jetzt zur Zeit Männer hier irgendwie wäre irgendwo hin, da wo es uns gerade passt. Hier stehen wir Lotz. So. Ja, ansonsten guck mal eine Zeitung. Hier gab's Krieg. Hier auch ordentlich. Hier hat's ordentlich geknallt. Da auch heftig. Ja, auch heftig geknallt. Hier gibt's auch ordentlich Tote. Mein Schild bin, dass ich nicht so bewegen kann, meine Blase ist zu und ach, ich bin auch müde und mir tut alles weh und hab bitte auch Verständnis dafür. Ich nehme es gerade um 21.25 Uhr auf, sieht aber gerade auch die Uhr. So. Ich bin jetzt auch kopfmäßig völlig am Ende und ja, da bitte ich auch um Verständnis. Ansonsten, ja, hier gab es nochmal heftig eben von uns Verluste gegen Polen. Ansonsten gab es aber auch nichts Neues. Ansonsten in Europa versuchen wir unsere Vormachtstellung zu festigen. Die einzigen Großmächte, die es hier noch gibt, sind Schottland und Skandinavien. Ansonsten ist eigentlich so wie alles ausradiert.
der Grieche noch als kleinere Großmacht, aber ansonsten. So, hier haben wir auch gesehen, hier alles Provinzen tauschen und so weiter. Alles ätzend. Union haben sie es geschafft, Australien zu erobern. Hier knallt es richtig und insgesamt. Hier gibt es jetzt einmal etwas friedlicher, gibt es hier zu. Da ist Krieg hier unten, also. Dieser frisst irgendwie jeder jeden, so habe ich das Gefühl, ist das hier. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts Neues. Auch auf den Punkt mit der Strategie, jetzt sagt bitte nicht, jetzt vergessen. Nein, ich hab's mir gemerkt, dass mit der Strategie jetzt anders auf Strategie eingehen soll. Das werde ich auch tun, aber nicht in dieser Folge. Mir tut alles weh, ich hab Kopfschmerzen, alles, aber ab dahin bitte Verständnis. Ich bin auch müde und krank und ach. Also. Danke für euer Verständnis und ich melde mich dann morgen wieder mit hoffentlich neuer Kraft für ein anständiges Video und schreibt mir doch bis dahin in die Kommentare, was sagt ihr zu der Hintergrundmusik, übertönt die meine schrecklich klingende Stimme wegen der Krankheit? Wenn ja, dann lasst mich das dann bitte wissen. Also bis dann, Leute, haut rein, ciao, ciao.